Sampras Lee. Da haben wir die nächsten Freunde. Links Tim Gullickson, Coach von Sampras, und rechts die Freundin von Pete Sampras namens Delaina Mulcahy. Und da haben wir Barbara, die Verlobte von Boris. Sampras, erster Satz, Aufschlag Becker. Richtig schöne Ballwechsel. Ah, gute Halbvolley von Becker. Und dann nimmt er zweimal die Bälle erahnend. Die Bälle auch richtig an. Das erste saubere Ass von Boris Becker. Becker ruhig, konzentriert. Gegenstich über 4 Stunden lang. Heute bisher 12 Minuten. Ja, so darf er mit dem Weltranglisten Ersten natürlich nicht spielen. Dieser Stopp viel zu lang. Und die Einladung schlägt Sampras nicht aus. Schön Longline an Becker vorbeigeschoben mit der Rückhand. Ja, da konnte man so ein bisschen die Schwäche von Pete Sampras sehen, wenn es ganz schnell geht. Der Aufschlag Return, 2 beide. Ausgeglichener Spielstand. Sampras hat bisher einen einzigen Punkt mehr gewonnen als Becker. Das spielt ja dann auch keine Rolle. Bälle werden hinübergerollt. Alle lassen sich Zeit. Es ist warm, für britische Verhältnisse heiß. Und das wird noch etwas schlimmer werden. Ja, der ist Sampras gestört worden, weil bei irgendeinem Zuschauer das Satellitentelefon ging. Das sollten doch die Zuschauer ausschalten hier, wenn sie Halbfinale sehen wollen in Wimbledon. Guter Return von Becker auf die Füße. 15 all. Wait, please. Wieder das Telefon. Wieder das Telefon. Und Wayne McEwen, der Stuhlschiedsrichter, bittet doch alle im Publikum, die Pager und die Telefone auszustellen, damit die Spieler hier nicht gestört werden. 15 beide. Glück für Sampras. 30, 15. Kommt Becker ran, aber Sampras macht sich lang und länger. Der hätte nämlich hinten gepasst, dieser Lob mit der Rückhand. Hier macht er sich schon enorm lang. Dann Becker mit diesem Lob, der wäre genau ins Eck gegangen. Schöne Studie von Sampras.
Spielball zum 3-2. Aber Becker noch ein bisschen mit dem Rahmen dran. Fast ein Ass. 3-2 Sampras, erster Satz. Gleich nicht aus Wimbledon. Ich erwähnte es, die britische Presse. Hier haben wir mal einen Blick auf das Thermometer. 34 Grad in der Sonne. Das 94 Fahrenheit. In Großbritannien ja noch zwei Tabellen. Bei Gewichtsangaben sogar drei. Also ein traditionelles Land. Also es wird heißer und heißer. Gefährlich, Boris. 15-0. Ich wollte sagen, die Presse war nicht sehr nett. Zu ihm, den man vorher immer Mr. Nice Guy nannte. Den freundlichen Herrn. Aber seit diesen Ausfällen, Schimpftiraden auf Platz 14 gegen den letzten Engländer Chris Wilkinson, hat man ihn hier zum öffentlichen Feind Nummer 1 gemacht. Nicht besonders freundlich. Der Mann ist 21 und spielt gutes Tennis. 15-0. Doppelfehler. 15-30. Becker. 15-30. Keine Breakchancen bisher. Jetzt Becker doch ein bisschen in Gefahr. Becker macht zu am Netz. 40-30. Immer mit hängendem Kopf und oft auch mit hängender Zunge. Ein typisches Bild für Pete Sampras. Und Becker mit einem Ass genau auf die Linie. Das zweite. Und damit drei beide. Jede Menge Prominenz übrigens heute in der königlichen Loge. Viele Sieger. Wimbledon-Sieger von gestern und auch von vorgestern. Ich glaube, dass wir die vielleicht dann und wann auch mal sehen werden. Wenn ich sage Sieger von vorgestern, dann meine ich Jean Borotrat, den Franzosen, der 95 Jahre alt wird und hier in den 20er Jahren zweimal den Einzeltitel gewonnen hat. Das zweite Ass auch für Pete Sampras. Also von der Schulterverletzung scheint er im Moment nichts zu spüren, denn die Aufschläge doch sehr hart. Härter die ersten als die von Boris Becker. Pass auf.
Reines Händchen von Pete Sampras zu 0, dieses siebte Spiel des ersten Satzes, 4-3 seine Führung. Nur sechs Spieler konnten ihn in all den Jahren bezwingen.